Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Through the Woods. Wir sind im Sumpf, da stiefelt schon jemand lang. Und da hinten stiefelt, glaube ich, auch einer. Ach nee, es ist eine. Nee, doch, da stiefelt auch einer lang. Na gut, also. Wir gehen erstmal hier lang. Erstmal hier nach links. Oh, ich gehe nach links. Die scheinen ja relativ gemächlich zu sein. Ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Oh, da ist wieder so ein Ding. Ach, hier kommen wir nicht weiter, oder wie? Wo komme ich hier hin? Nee, schade. Komme ich hier lang? Durch den Baum? Anscheinend nicht. Warte mal, wie schnell sind die Biester? Kann ich an denen vorbeisprinten? Anscheinend. Also so wie das aussah, konnte ich gerade locker an dem vorbeisprinten. Da sind noch welche. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich gerade überall richtig schon gehe, ne? Warte mal. Dann gucken wir erstmal hier ins Häuschen. Okay, lesen wir mal. Unten im Sumpf. Geschichten der Dorfbewohner. Die Nächte hier unten im Sumpf sind am schlimmsten. Die Brise bringt seltsame Schreie mit sich und der Nebel verhüllt mich vor den Leuten im Dorf. So wird mich das Entzünden der Laternen und sichernder Pfade zu einer einsamen Pflicht. Manchmal finde ich morgens vor der Tür kleine Haufen von Knochen, die hinunter zum Wasser führen. Ich habe Geschichten von dem summenden Weib gehört, aber ich habe es nie gesehen. Sie sagen, es zeigt sich nur denen, die eine schwere Schuld tragen. Aber die Drauger, die sehe ich. Manchmal treiben sie nahe der Oberfläche der Seen. Sie schreien lautlos. Wenn ich wegsehe, verschwinden sie, aber ihr Gestank bleibt noch lange in der Luft. Die meisten sagen, sie seien Opfer der verschleierten Hexe. Diejenigen, die sie mit ihren Liedern in den Morast lockt. Ich glaube das nicht. Ich sage, sie sind nur ein Spiegelbild. Wir befinden uns schon längst dort unten mit ihm. Okay. Ach ja. Ich weiß halt nicht, wo wir lang müssen. Also, das sieht alles so richtig aus. Sieht halt auch so aus, als müssen wir da hinten hin. Ich gehe jetzt erstmal hier rechts lang. Okay, hier stiefelt noch einer lang. Also, was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn wir von einer Kreatur getötet worden sind, gab es eine Errungenschaft. Wollen wir uns einfach mal töten lassen? Wir müssen den Feind ja mal kennenlernen. Macht er irgendwas? Okay, er macht was. Man muss aber sehr dicht sein. Man muss alles mal ausprobiert haben. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Geradeaus? Ich will da hinten erstmal nachgucken. Kommt uns gerade entgegen, ne? Können wir hier einfach vorbeilaufen? Anscheinend. Also, die sind ja wirklich relativ langsam. Mal nichts, was schnell ist und hier relativ. Ah, das Ding meinte ich hier, ne? Das hier, das haben wir ja schon gesehen. Was da? Habt ihr denn sonst noch was? Und vielleicht lauert hier ja noch eine zweite Gefahr, nur weil die Drauger halt so langsam sind. Ich weiß halt nicht, ob die auf dicht reagieren. Können wir mal austesten. Wir sind ja jetzt hier noch am Anfang. Okay, er scheint nicht auf dicht zu reagieren.
Oh. Man kann die echt super easy durchlaufen. Oh, Jesus. Oh. Okay, wir sind ertrunken. Oh, hier liegt was. Schuhsohle. Askeladden und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine abgenutzte Schuhsohle. So können wir wahrscheinlich nicht weitergehen. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ich lasse das Licht mal an. Ich glaube, die Drauga stört das nicht, wenn wir hier mit Licht rumlaufen. Aber wir können ja ganz kurz mal die Sammlung inspizieren. Da hatten wir schon alles. Hier haben wir alles. Geschichten der Dorfbewohner. Der Hirt, da haben wir auch alles. Okay, hier fehlen noch zwei. Und Gegenstände. Eins. Wo haben wir eine Sache übersehen? Dann noch zwei. Es kann sein, dass wir die halt übersehen haben. Da fehlt noch eins. Und da keins. Würde mich halt mal interessieren, ob man das ganze Spiel komplett durchspielen müsste, um halt... Ne, hier läuft gerade keiner rum. Um die Errungenschaften zu bekommen. Oder ob man tatsächlich kapitelweise das nachholen kann, wenn man irgendwas verpasst hat. Weil ich kenne auch Spiele, also gerade bei solchen Walking Simulator bzw. Horrorspielen kenne ich das, dass man halt dann alles nochmal spielen muss, um es dann wirklich einsammeln zu können. Hier geht's nicht weiter. Das war eine Sackgasse. Bei uns ist es heute anscheinend sau windig, denn meine Türen klappern die ganze Zeit. Oh, nicht runterfallen. So. Und wir laufen hier einfach vorbei. Ist einfacher. Nachher erwischt er uns doch noch. Hat er so gerade so gegluckert oder war das der Drauger? Okay. Scheint nicht zu sein. Das Gebiet ist ja noch unübersichtlicher als unübersichtlich. Okay, da läuft einer. Dann sind wir schon mal nicht ganz so falsch unterwegs. Das ist der Sumpf, oder? Vielleicht darf man da nicht zu lange im Sumpf stehen oder so. Weil hier sieht. Will ich die jetzt umlaufen? Da ist ein Wegweiser. Hier hängt ist irgendwas riesiges Metallenes. Sieht aus wie so ein Schwert, oder? Oder ein Schlüssel, oder? Ich
kann man den Wegweiser lesen? Barkfield. Und da ist irgendwas anderes, okay? Hier geht's nach Barkfield. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich will mit dem Sumpf noch ein bisschen machen. Wahrscheinlich müssen wir da doch gleich lang. Weil hier laufen wir ja eher im Kreis rum. Als irgendwo hin. Wahrscheinlich ist das auch die Schwierigkeit vom Gebiet, dass man halt dass das relativ weitläufig ist. Und dass man halt den richtigen Weg finden muss. Man kann ja easy an denen vorbeilaufen. Endlich mal ein Gegner, der nicht schnell ist. Oh, neuer Speicherstein. Guck mal. Sieht aus wie die Hexenhütte. Hexenschädel. Okay, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Also... nicht schlimm oder so. Aber ein bisschen schon. Guck mal, da poltert jemand. Oh nein. Das letzte Kind, oder? Wieder wie in der Flung. Die Nebelkinder. Zurückgelassen tief in den nebligen Sümpfen. Weit weg von Erik. Verschleppt von etwas anderem. Schlamm klebt an den Wickeln und ein seltsamer Geruch steigt daraus empor. Die Wasserwichtel müssen sie zu den Raugang geholt haben. Oder Hell selbst hat sie zu sich geholt. Left 4 Dead. Das klingt hier aber auch ein bisschen. Das ist sehr laut auf dem Ohr. Das sind wahrscheinlich all die verschleppten Seelen aus dem Sumpf. Also von der Sumpfdame da. Boah, das war gerade echt laut auf dem Ohr. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so laut war. Human, help me. Oh, was bist du? Holy shit. Hello? Human, I have waited. My mistress. Jesus, what are you? How are you still alive? There's nothing left of you. I am Garm. Guardian of the gates. Guardian of hell. The veiled lady. I was those things. Too old. Too weak. Unimportant. Help me. The veiled lady is Hale? Are you really saying Hale is out here somewhere? I don't know how I can help you. End my suffering, my despair. You want me to kill you? I can't do that. The rock above, the spire, bring it down upon me, please. Dann werden wir das doch wohl mal machen. Der arme Kerl. Ich hasse es, wenn Tiere leiden und ich bin dann tatsächlich auch jemand, der dann sagt, okay, wir werden dich von deinem Leiden erlösen, anstatt dass du dich hier quälst. Okay, von hier komme ich nicht ran. Ja, kann ich das gar nicht machen? Doch, ich will. Irgendwie muss man doch hier hinkommen. Von der anderen Seite vielleicht. Achso, das Tor hat wieder geklopft. Ah,
Ah, hier sehen wir das Teil noch mal ein bisschen besser. Und von hier kommen wir auch hoch. Thank you, God. Oh, der Arme. Poor creature. Ja. Aber ich wollte ihn von, wie gesagt, von seinem Leiden erlösen. Okay, die verschleierte Dame haben wir ja gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier rumgeistert und uns was antut. Oder die Waldfee da draußen. Es ist echt stürmisch gerade. Bei uns. Klappert echt laut. Mussten wir jetzt nicht umkehren? Wenn wir das hören? Also wir hören ja den Gesang. Aber wir hören ihn jetzt überall, oder? Ach, da steht sie. Geh jetzt einfach mal weiter. Vielleicht bringt sie uns ja um. Singing. The witch. Da ist sie. Und ein Speicherstein. Ja, der Stein. Hey Mom, I want this one. You have one just like it at home, Espen. Come on. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. But I want it, Mom. No. Come here. Mom, oh, Mom. Jesus, what did you do? Espen, I'm so sorry. I'm sorry, Espen. No. Please. Why are you doing this? I didn't mean it. Ist hier irgendwas? Nee. Okay, anscheinend. Also, wir haben ja schon gehört, sie lässt uns unsere schlimmsten Erlebnisse nochmal durchleben. Ach, sie ist weg. Schauen wir mal, was wir hier noch so sehen. Da kommt bestimmt gleich was. To tell them what happened. No, for God's sake. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please, please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know. I know. It just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together. Okay? I love you. Please stop. Please. I didn't mean it. Don't show me anymore. Anscheinend mag diese Frau nicht so gern in den Spiegel schauen. Also, klar, jeder hat, glaube ich, Entscheidungen, die er bereut. Glaub schon, aber, wenn man... Also gewisse Sachen will ich auch nicht nochmal durchleben. Ich glaube, das ist schon natürlich... Want a what? A divorce, goddammit! I want a divorce! Here it is at last. Fine. You're welcome to one. But I'm taking Espen. You're not taking my son! Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. When will you stop holding that over my fucking head? It was... Okay, Spiegel. Spiel hat sich also nicht verabschiedet, aber anscheinend die Szene irgendwie. Ich habe auch keine Frames mehr, ich kann mich nicht bewegen. Oh, wir müssen wahrscheinlich gleich das Kapitel einmal neu spielen. Nee, was ich sagen wollte, ich nutze das mal kurz aus und warte in der Zeit mal ein bisschen. Manchmal fängt sich das ja wieder. Also es gibt Situationen, die würde ich nicht gerne nochmal durchleben wollen. Ich schätze, euch geht es da nicht anders. Und es gibt auch Sachen, die man bereut. Aber genau solche Sachen muss man ja irgendwie aufarbeiten, wenn man sie halt dann immer verdrängt. Dann reagiert man halt so wie hier jetzt. Also man will das nicht sehen. Also
ne, klar, unangenehme Sachen will man natürlich nicht nochmal durchleben, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gewisse Sachen, mit denen habe ich jetzt, sage ich mal, abgeschlossen. Und darüber kann man dann auch reden. Es ist natürlich immer unangenehm. Aber man kann damit umgehen, sag ich mal, wenn man damit abschließt oder sich dem auch mal ein bisschen stellt. Und das scheint sie ja nicht zu tun. Und so wie sie bisher dargestellt wird, finde ich sie relativ unsympathisch. Recht egozentrisch, sag ich mal. Ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe eine sehr junge Schwester. Und ich weiß auch, dass Kinder einen ab und zu in den Wahnsinn treiben können. Oder ich habe sehr, sehr viel Baby gesittet. Also ich habe schon viel mit Kindern gearbeitet, sagen wir es mal so. Und ich weiß auch, dass sie einen ab und zu in den Wahnsinn treiben können. Aber es gibt halt dann bessere Lösungen als... Also sie hat ihn ja jetzt nicht geschlagen oder so, aber den Arm festzuhalten ist schon für mich ein Akt der Gewalt. Also den Arm sehr festzuhalten, es gibt ja immer Abstufungen, es ist sehr schwer das Thema, aber ich muss da jetzt kurz drüber reden. So. Als halt, ich will jetzt nicht gewalttätig zu sagen, aber seinen Willen doch mit Körperkraft durchzusetzen. Klar, manchmal muss man Kinder, also muss man die festhalten, aber man weiß ja, wo ungefähr Grenzen sind. Und sie scheint das noch nicht so abschätzen oder generell nicht abschätzen zu können. Also für mich wirkt es so, als wäre sie nicht kein Mensch, der Empathie empfinden kann oder wenig oder lernt es jetzt gerade erst. Und ich finde sie dadurch so schwer, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin. Also bei mir geht sehr viel über Empathie. Und ich nehme sehr viel mit von meinen Mitmenschen, sei es positiv oder negativ oder sonst was alles. Und deswegen ist sie mir wahrscheinlich auch so fremd. Deswegen hatte ich wahrscheinlich mit ihr auch Probleme. Aber jetzt werde ich einmal ganz kurz diesen Part beenden und gucken, dass sich hier immer aufhängt, das Spiel, oder ob das jetzt nur mit der Aufnahme zusammenhängt. Wir sehen uns an irgendeinem Punkt in diesem Kapitel wieder. Ich habe jetzt genug philosophiert, aber das ist für mich halt auch, also wie gesagt, bei Kindern bin ich sehr empfindlich. Und ihr könnt auch gerne sagen, dass ich zu empfindlich bin. Ja, das weiß ich auch teilweise. Aber ich finde sie halt, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde sie halt relativ... Also ich kann gewisse Sachen verstehen, nachvollziehen, aber ich finde sie halt sehr unsympathisch, weil sie für mich wirkt, als hätte sie keine Empathie oder wenig Empathie. Und das ist irgendwie, oder sie wirkt auch sehr auf sich bezogen, also wirklich egozentrisch, also ja. Das sind so meine abschließenden Worte. Ich gucke mal, ob ich das Problem in den Griff bekomme und wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.